Viele Leute, vor allem die ältere Generation, haben ein Problem damit, Windows 8.1 zu verwenden. Die fühlen sich einfach irritiert durch die Kacheloberfläche oder Metro-Oberfläche, Kachelmenü. Und bevor sie jetzt völlig das Handtuch werfen, würde ich ihnen empfehlen, also den Leuten halt, ein Programm zu installieren, womit das, die ganze Oberfläche wieder so verändert werden kann, damit es dann so ausschaut wie bei Windows XP, Windows 7 oder Windows Vista. Ja, also bei Windows 8 ist es ja so, wenn man hier links reindrückt oder 8.1, bekommt man dieses Menü hier mit dem Pfeil weiter, die ganzen Programme hier. Und viele sind dagegen, die sehen das als Apps und die sind dann völlig überfordert und dann wollen die einfach nichts mehr mit Computer zu tun haben. Ist halt schade. Oder es gibt Leute, die können sich einfach nicht damit anfreunden mit Windows 8.1. Heute zeige ich euch ein Programm, womit man die Oberfläche verändern kann und es weiterhin so nutzen kann wie bei Windows 7 oder Windows Vista. Vor allem für die ältere Generation ist das ziemlich schön. Für eure Eltern vielleicht oder für die Oma. Für den Opa. Da würde ich sagen, gehen wir mal in Internet Explorer auf www.classicshell.net unter Download findet sie dann die verschiedenen Versionen in verschiedenen Sprachen. Wir in unserem Fall brauchen Deutsch. Ich habe das bereits runtergeladen, deswegen werde ich es kein zweites Mal runterladen. Ich habe es auch schon installiert. Normalerweise ist es so, nach der Installation kann man dann aussuchen, wie die Oberfläche ausschauen soll. Das werde ich euch dann gleich zeigen. Und gleich im Anschluss wird dann das Programm gleich gestartet. Bei mir habe ich jetzt momentan 8.1, damit ihr den Unterschied seht. Ich tippe einfach mal Classic ein. Nein, war nichts. Was anders. Hier, altmodische Art. Hier, yeah, Classic. Machen wir das. Explorer Settings. Nein, das war auch das Falsche. Ja, hier haben wir das. Ist dann schon unten rausgekommen hier. Und ja, wenn man hier auf Start drückt, habt ihr das dann, so wie ihr gewohnt wart, auf Windows 7 oder Windows Vista. Hier Systemsteuerung, die Programme wieder so angeordnet, wie es immer war. Dann habt ihr hier unter Einstellungen mehrere Möglichkeiten. Die klassische Ansicht, so wie es damals war bei Windows XP. Hier war das schon mit Windows Vista zu sehen und Windows 7 Style. Ihr könnt den Startbutton auch verändern, wenn euch das stört, das mit dem Shell einfach nur auf Classic umwandeln, dann schaut das so aus. Oder ihr könnt euch ein eigenes Bild hochladen. Das bleibt euch überlassen. Also man kann hier wirklich einiges einstellen, so dass ältere Personen oder Leute wieder damit arbeiten können, ohne Probleme. Und wenn man das Ganze mal wieder beenden will, einfach nur mit der rechten Maustaste auf Beenden drücken. Windows 8.1 habt ihr wieder hier. Hat sich nichts verändert, ihr könnt nichts falsch machen. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Programm. Danke fürs Zuhören.